Hier ist wieder der Testmischel von YouTube. Jetzt wollte ich euch in dem Video mal ein bisschen zeigen, was man mit den Geschenken vom Tix machen kann, was der Tix allen für Geschenke überhaupt gibt. Was man mit diesen, Zahnrädern macht, die man jetzt halt durch diese Tix Winter Events bekommen hat. Ich habe ja 6 Events durchgespielt, habe auch die Videos für erstellt. Und wie man dann halt in der mystischen Spiele diese kleinen Minifigürchen sich erstellen kann. Dann mal viel Spaß mit dem Video. Wenn man ja, diese Events schon gemacht hat, kriegt man immer diese mystischen Zahnräder und da gibt es ja diese Formen. Und da steht er jetzt, kombiniert sie in der mystischen Schmiede mit jeweils 200 Fuß mystischen Zahnrädern, Bündeln verzauberten Filmmaterial und Tropfen Zauberkleber. Und hier zum Beispiel eine Prinzessin-Puppen-Miniaturgefährtin zu erschaffen. Und hier sieht man halt die ganzen, Sachen, die man sich dann so aussuchen kann, wenn man die 5 Events gemacht hat. Ja, jetzt stehen wir an der mystischen Schmiede Löwenstein, das ist ein Händlerforum, direkt in der Mitte vom Platz. Jetzt drücke ich mal F. So, mystische Schmiede. Und jetzt kann man sich ja diese kleinen Miniaturviecher erstellen. Jetzt muss ich mal gucken, wie das geht. Ich finde die Prinzessin geil, die nehme ich jetzt mal 1. Zahnräder. Dann hier die Bündel verzaubertes Filmmaterial. Und wir brauchen dann noch die Tropfen Zauberkleber. Jo. Und dann schmieden wir mal. Ja, jetzt haben wir eine Prinzessin-Puppe. Aha, Accountbindung. Okay. Was können wir denn noch machen? Ventari? Den Plüschgreif, den Soldat oder den Golem. Der Golem sieht nicht schön aus. Soldat, Plüschgreif. Ich nehme den Plüschgreif. 1, 2, 3, 4. Jo. Jetzt haben wir den auch. Und jetzt müsste der ja eigentlich bei mir... Da ist er schon. Ja. Accountbindung, Accountbindung. Und da ist die Prinzessin. Habe ich doppelt draufgeklickt. Kann man den doppelt machen? Ah ne, jetzt ist der Greif dann da. Komm mit. Hi. Jetzt hat man den kleinen geilen Greif hier. Wo ist er? Da ist er. Geil, er hat ein Halsband rum. Schauen wir die Prinzessin nochmal. Jo. So sieht's aus. Jetzt wollte ich aber noch was gucken. Ich habe nämlich eben noch was bekommen. So, jetzt wollte ich mal was ausprobieren. Ich habe mir gerade einfach mal hier so ein ganz billiges Schwert gekauft. Und habe ja hier diese 2 Skins für dieses Spielzeugschwert. Und jetzt steht da, ich soll da mal einen Gegenstand reinziehen. Der darf wohl noch nicht accountgebunden sein. Jetzt hole ich mal das Schwert. Zieh das mal hier rein. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Aha, jetzt habe ich also, dieses Schwert ist wohl umgewandelt worden in so ein Spielzeugschwert. Jetzt gucken wir doch mal, wie das aussieht, wenn ich das hier ausrüste. Ach ja, cool, sieht man jetzt hier schon. Jo, jetzt habe ich so ein Spielzeugschwert. Coole Sache. Gerade mal gucken, drehen hier. Jo, da ist jetzt mein Spielzeugschwert. So, machen wir mal gerade den hier. Jo, und jetzt kann ich mit dem Spielzeugschwert dann kloppen. Ja, stehen wir gerade beim Tix. Wenn man den jetzt anspricht, dann fragt er, ob man ein Geschenk haben will. Jo, ich hätte gerne eins. Oh, aha, da muss ich jetzt darüber gehen. Und jetzt mal durchsuchen. Aha, und jetzt haben wir bekommen Sack des Spielzeugmachers. Und nochmal 200 Zahnräder mit dabei. 3 gefährliche Wintertagsgeschenke und Geschenkkitzel mit 15 Plätzen. Okay, die Sachen haben wir jetzt alle bekommen. Ja, eben haben wir ja die Geschenke vom Tix bekommen. Jetzt will ich doch mal reingucken, was das überhaupt ist. Öffnen, doppelklicken. Skin für Prinzessin den Zauberstab. Skin für Spielzeugschwert. Nochmal bekommen, doppelt halt. Geschenkkiste mit 15 Plätzen.
gucken, was das ist. Da kann man jetzt nichts klicken. Und was haben wir hier noch? Sack des Spielzeugmachers. Okay, das kann man dann ins Inventar mit einbauen. Okidlidokidli. Ja, wie man jetzt hier sieht, habe ich gerade halt diese Geschenkkiste mit 15 Plätzen ausgetauscht gegen diese Judetasche mit 8 Plätzen. Also kann ich noch mehr Sachen tragen. Ja, und hier habe ich noch ein paar andere Geschenke. Persönliches Wintertagsgeschenk. Jetzt gucken wir mal, was da passiert, wenn wir da draufklicken. Glitzernde Schneeflocken bekommt man da. Okay. Und hier haben wir noch so riesige Wintertagsgeschenke. Gucken wir auch mal. So, da haben wir einmal makellose Schneeflocke. Da haben wir nichts bekommen. Nichts bekommen. Nichts bekommen. Fantastisch. Nichts bekommen. Moment. Ah! Ich habe gerade falsch geguckt, doch. Da stand's gerade. Hier kriegt man diese ganzen Pullover. Also diese hessischen Pullover habe ich 23 Stück. Dann habe ich ein paar hessische Wollhüte und diese hessischen Wollsocken. Jo. Okay. Ja, wir haben jetzt hier 33 hessische Wollpullover, 6 Wollhüte und 3 Socken. Und hier gibt es ja diesen, ich zeig mal auf der Karte, Wintertagskaufmann, unerwünschte Geschenke umtauschen. Jo, da gehen wir jetzt mal zu dem hin. Excelsior. Und jetzt kann man hier halt Sachen eintauschen, sage ich jetzt mal. Das sind, glaube ich, die Socken. Dann haben wir hier die Hüte. Und hier gibt es dann halt die Pullover. Ja, und hier kann man sich jetzt was aussuchen. Also ich habe 33 Stück. Dann kann ich mir eine Glocke holen. Die habe ich aber schon. Verschlossene Packung von Schneebällen. Ja, winzige Schneeflocken kann man sich holen. Wir holen uns hier die Geschenke. 1, 2. Sieht man jetzt hier, geht gleich wieder runter. 3 Geschenke. So, dann gehen wir mal hier. 6 Hüte habe ich. Dann nehme ich ein kleines Geschenk. Zack. Und Socken. Ja, da kann ich gar nichts kaufen. So. Jetzt lass uns noch mal reingucken, was wir da Schönes kriegen. Dafür tue ich das Inventar mal zur Seite. So, was haben wir hier? Kleines Wintertagsgeschenk. Gab eine kleine Schneeflocke. Jo, und hier haben wir die riesigen. So, jetzt gucken wir mal. Jo, ein Wollpullover. Nochmal ein Wollpullover. Nochmal ein Wollpullover. 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 Oh, Wollpullover. Wieder eine Errungenschaft. Jo, und das war gewesen. Orikaldum Tralala, Inschrift des Spenders. Da kriegt man irgendein exotisches Ingenieurrezept. Erlernt. Machen wir mal Doppelklick. Ja, jetzt habe ich irgendwas gelernt. Naja, ist ja egal. Das hat er mal gesehen. Da kann man halt die Geschenke eintauschen. Und, ja, das wollte ich gerade noch mal zeigen. Hier kann man, wie gesagt, die Geschenke eintauschen. Braucht ihr Hilfe? Und, je nachdem, wie viel man zum Beispiel jetzt hier gesammelt hat. Ich habe jetzt 3 noch verfügbar. Das sind jetzt diese Wollsocken. Kann man ganz klein anfangen. Hier mit 8 Wollsocken, Wintertagsgeschenk. Und das geht dann immer so weiter. Hier gibt es verschiedene Skins. Schlichtheit. Und dann ganz unten kann man sich halt diese Spielzeugformen kaufen. Falls man irgendein Event mal verpasst hat, dann muss man halt das aktuelle Event spielen. Ganz viele von den Socken jetzt sammeln. Und dann kann man sich halt diese Formen, je nachdem was man haben will, hier direkt kaufen. Ist immer dasselbe. Das sind halt, wie gesagt, einmal für die Hüte, einmal für die Pullover. Jo. Möge die Macht mit dir sein. Da.